Wir schauen uns die Online-Beta an von Pro Evolution Soccer 2018 oder kurz PES 2018. Die ist heute veröffentlicht worden. Wir sind hier auf der Xbox One unterwegs und wir spielen eine Online-Partie 2 gegen 2. Also Andi und ich spielen jetzt zusammen in einer Mannschaft. Dadurch ist die Gefahr, dass wir uns irgendwie die Köpfe einschlagen, eher gering, was ansonsten halt öfters vorkommt. Also wir haben ja zum Glück schon mal in diversen Fußballspielen zusammen gespielt. Also das Timing ist normalerweise nicht ganz verkehrt, aber das war schon mal natürlich falscher Knopf. Wir versuchen das natürlich so hinzukriegen, dass ihr auch ein paar Tore und ein paar Chancen seht, weil deswegen guckt ihr ja auch zu. Ja, also wir sind die Franzosen. Unsere beiden Gegner sind die Gelben, die sind die Brasilianer. Meine Wenigkeit hat den Rot. Das rote Dreieck da an dir ist blau, hellblau. Und wir haben ja eine richtige Star-Truppe auf dem Feld. Pogba ist dabei, Griezmann ist dabei, Dembélé ist dabei, Umtiti. Also es ist eigentlich genug, genug Skills sind auf dem Platz. Jetzt liegt es nur noch an uns. So sieht's aus. Ich meine, es ist natürlich so, Thomas, jetzt in die Gasse. Komm, jetzt. Schön. Ich stehe in der Mitte. Der war gar nicht so schlecht. Ja, war ein ganz guter Angriff. Ist natürlich immer schwierig hier bei dem allerersten Match jetzt für uns mit dem neuen Teil sofort die gravierenden Neuerungen, Verbesserungen rauszukriegen. Ich meine, gut, gravierend hat sich es wahrscheinlich sowieso nicht geändert, weil der letzte Teil schon so richtig gut war. Aber Feintuning haben sie dann jetzt geht. Ich bin in der Mitte. Flanke. Giroud! Nein, komm nicht. Das klappt schon noch. Ja, die machen sich schon ein bisschen in die Buchse, glaube ich. Ja, ja, also die haben echt die Hosen voll bis zum Hals, das sieht man schon. Hallo, ich habe den Ball gespielt, was soll ich? Ich glaube, du hast gleich mal eine gelbe Karte, wenn du so weiterfasst. Ja, also wir können leider nichts dazu, dass die Wiederholungen ständig abgebrochen werden. Das macht unser Gegner. Wir hätten es natürlich für euch laufen lassen. Weil so viel hat man jetzt von PES 2018 ja auch noch nicht gesehen. Ja, also man sollte dazu sagen, es ist tatsächlich Online-Beta, bedeutet, man kann nicht offline 1 gegen 1 spielen. Also man kann entweder online 1 gegen 1 spielen gegen irgendeinen Online-Gegner oder man spielt halt hier Koop. Das ist eben die einzige Möglichkeit, dass man quasi mit seinem Kumpel nebendran oder in unserem Fall sogar mit seinem Bruder zusammenspielt. Aber gut, die wollen halt die Serverstruktur testen und deswegen halt online only. So, mach ich mal einen schönen Abschlussstoß. So, Thomas, jetzt lass uns mal wieder kombinieren hier. Doppelpass oder so, irgendwas. Jawohl! In die Gasse! Deiner, den machst du! Flanke! Ja, super. So läuft in es. In der Neusonne Arena. Dembélé. So, der kotzt natürlich jetzt, dass wir die Wiederholung laufen lassen, aber ihr wollt ja die Wiederholung sehen, gehe ich mal davon aus, ne? Ja, wir lassen es, also wenn wir, ich hoffe, dass er es nicht abbrechen kann, aber wir lassen es jetzt erstmal laufen. Ich finde, es sieht schön aus, also die Spielergesichter. Okay, ja. Das hat er jetzt abgebrochen, dann können wir nichts tun. Aber ihr habt es ja gesehen, ich würde sagen, strammer Schuss, verdiente Führung. Oh, jetzt aufpassen. Oh, war das ein Torschuss? Tja, schwer zu sagen. So, Thomas, jetzt Konter. Schön, Doppelpass. Und es ist Griezmann. Looks like a good ball through. Taye looking to get on the end of this. Eckball, jawohl. Läuft gut, ne? Ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Ne? Also man hat das Gefühl, dass die Mitspieler, also jetzt nicht nur du, sondern auch die KI-Mitspieler, schon weitestgehend das machen, was man möchte. Schön, jawohl. Kursawa. Ja, 27. Minute, also insgesamt ist die Spielzeit dann doch relativ lang. Ja. Also haben wir jetzt gar nicht so genau darauf geachtet, 5 Minuten, 6 Minuten. Ihr könnt euch die Demo natürlich runterladen, die ist frei verfügbar für Xbox One und PS4. Also, wenn ihr Fußballfans seid, werdet ihr euch das sowieso runterladen. Genau, die Beta läuft nämlich bis zum 31. Juli. Also,
bisschen länger als so eine Destiny 2 Beta, die nur ein paar Tage läuft. France got themselves a two-goal cushion. That second goal is such a polarizing effect on perspective. Also wir haben natürlich jetzt einen Vorteil gegenüber unseren Gegnern, weil wir kennen uns normal schon ein paar Tage und sind einigermaßen abgestimmt. Weil jeder, der auch schon mal im Koop gespielt hat, weiß natürlich, dass es gerade am Anfang vom Timing her ein bisschen tricky ist. Man läuft auch gerne mal ins Abseits, aber dafür läuft es wirklich ganz gut, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das war schon mal ein böses... Der pfeift noch nicht mal. Doch, er hat gepfiffen. So, jetzt lass uns kontern. Überzahl. Schön. Ich bin in der Mitte. Ah, jetzt wollte ich ein bisschen hinten rumspielen wie die Bayern, aber... Oh, das war ja eine Weltklasse-Tat von Hugo Lloris. Wie hat er ja, also den rausgeholt? Die haben auf jeden Fall, das haben sie im Vorfeld schon angekündigt, nochmal zusätzlich eine Torwart-Animation eingebaut. Das ist noch. Die war neu. Die war neu. Mit einer Hand so, das war echt so ein, ja, kann man schon sagen, so ein Manuel Neuer-Reflex. Das war sehr schön. Für uns. Für den Gegner nicht so. Ah. Ja gut, das Pass-Timing muss man natürlich auch mal so wieder ein bisschen üben. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, also es geht flott von der Hand. Wir haben vorhin mal beim Eckball gesehen, dass die Standardsituationen verändert wurden. Da gibt es jetzt keine Markierungen mehr, kein Richtungspfeil oder so, sondern es geht wirklich nach Gefühl. Finde ich persönlich gut, bin ich ein Fan von. Weil es einfach noch ein bisschen, es ist ein Tick anspruchsvoller, aber es ist natürlich einfach realistischer, als wenn man da wirklich so eine Markierung hat, wo der Ball dann hingehen will. Oh, gerade noch abgefangen. Jetzt mal schönes Kurzpassspiel hier. Ja, das Dribbling soll ja auch, ist auch verbessert worden. Ist natürlich immer so eine Übungssache, ganz klar. Schön. Hallo? Das war ein Foul. Oh. Ja, immer falsch. Das war ein angetäuschter Abwurf. Oder halt Halbzeitpfiff. Ja, die neue Sonne Arena, warum auch immer die so heißt. Ja, in der Demo ist noch nie wirklich so viel enthalten. Es sind nur zwei Teams, Brasilien, Frankreich. Soweit ich das sehe, nur ein Stadion, zwei Wetterbedingungen, zwei Tageszeiten. Das ist auch neu, soweit ich das sehe. Ne? Auf jeden Fall. Die Ansicht hier. Richtig detaillierte. Vor allem für jeden selber sieht man natürlich auch so ein bisschen die Statistiken, das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, würde ich sagen, gleich ab in die zweite Hälfte. Mal gucken, was jetzt so. Jetzt können wir nur hoffen, dass er nicht abbricht. Das ist ja auch schon passiert. Hätte man trotzdem gewonnen. Ja. Würde ich mal sagen. Auf jeden. Ja, bricht verliert. Good work on the right flank. Now what's next? Willian. In comes the corner. Also hier kann man auch rechts oben sieht man es, Strategien für Standardsituationen, also da kann man natürlich einiges ausprobieren. Da bin ich auch wirklich ein bekennender Freund von. So, jetzt lassen wir mal einen schönen Konter fahren hier. Ah, ich habe zu früh gespielt. Ja, noch einen Tick länger warten. Ja. Das ist richtig hier gewesen. Ah, ich versuche mal hier schön über die Flügel zu kommen. Marcelo. Douglas Costa. Fires from distance. Oh.
this defense just doesn't trust itself to play a higher line. Right, the people getting in behind. Yeah, absolutely. It just opens up the opportunity of not only strikers getting behind, but the runners from midfield too. Gut antizipieren, muss ich sagen. It's on the back foot. Titi. Oh, jetzt habe ich gar nicht gecheckt, dass ich am Ball bin. Ja, du bist der Rote übrigens. Ja, ne? War zu weit weg hier, ganz hinten. So, jetzt. Giroud. Ah, jetzt steht der genau im Weg. Was natürlich die Aufgabe ist vom Abwehrspieler. Ja, er hat sich, glaube ich, ein bisschen auf unser Angriffsspiel eingestellt. Ja, sie spielen schon besser jetzt, auf jeden Fall. Ja. Müssen wir vielleicht mal was anderes machen? Vielleicht mal genau, sowas sollte man vielleicht. Nee, Thomas, das darfst du nicht machen. Also keine. Ja, aber das war jetzt natürlich von ihm ein bisschen billig, einfach. Ja, gut, der spielt sicher auch erst zum ersten oder zweiten Mal. Ja, schön. Oh, der hat die Latte gestreichelt. Der Giroud. Jetzt lass bitte mal die Wiederholung laufen. Ja, naja. Wir können leider nicht zu viel drauf gedrückt, glaube ich. Zu lange. Aber war natürlich schwer aus der Luft, den zu nehmen. Also. Jo. Wir ziehen schnurstracks auf die 70. Minute zu. Führen immer noch 2-0 und wollen logischerweise den Sieg über die Bühne bringen. Now the pass. Well played, he saw that coming. Now it's Giroud. Giroud passes it through. Now can he finish? And he's tried to lob it. Wunderschön gemacht! Ein Traum, Griezmann! Also fürs erste Mal würde ich sagen, flutscht das schon mal. Nee, es macht mir wirklich Laune. Also ich hab echt das Gefühl, das ist eine gute Balance. Auch von der sagen, die Zuschauer ist auch besser geworden. Respekt, ja. Einfach die Spielergeschwindigkeit auch. Ich meine, sind sie zu schnell, sind sie zu langsam? Es ist natürlich auch mal ein bisschen Geschmackssache, wie sie sich auch bewegen. Es soll realistisch sein, es soll aber auch nicht zu träge sein. Ich finde, so fürs erste Mal, für den ersten Eindruck, haben sie da ein gutes Balancing gefunden. Und es macht schon mal sehr viel Lust auf jeden Fall auf weitere Matches. Und ich meine, das ist jetzt auch der Modus 3 gegen 3. Wir haben natürlich jetzt halt nur zwei Mitspieler gefunden, beziehungsweise zwei Gegner. Aber 3 gegen 3 ist dann auch möglich. Das ist ja eine Neuerung in PES 2018. Oh, Flugkopfball. Von dem her macht es dann sicher auch Laune und ist halt natürlich gerade für so Couch-Koop-Abende prädestiniert. Ja. Was mir so ein bisschen noch auffällt, finde ich, dass die Körperphysik noch ein bisschen mehr zum Tragen kommt. Es ist nicht irgendwie eine Trägheit da, aber ich habe es gerade zum Beispiel gemerkt beim Richtungswechsel. Ja, ja. Also dieses Abstoppen, die Richtungswechsel neu in den Sprint starten, das dauert einen Tick länger, finde ich gut, weil es natürlich hochgradig realistisch ist. Also zumindest bei Spielern, die nicht Messi heißt oder so. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also das wirklich das mit einbezogen wird. Ob man jetzt gerade die Laufrichtung wechselt oder ob man halt nur so eine kurze Körpertäuschung macht. Und ich denke, gerade was Körperphysik auch anbelangt, war wirklich beigespielt, dass du hier nicht gepfiffen hast. Genau. Also da gibt es sicher noch Verbesserungspotenzial oder gab es auch bei PES genauso wie bei FIFA. Und aber die Entwickler haben das natürlich gemerkt und legen da auch sehr großen Wert darauf. Ah. Ja, genau. Okay, da habe ich jetzt ein bisschen gedrückt. Ich wollte gerade sagen, es war eine Schwalbe. Ja, also wir kriegen, kann es sein, dass wir Freistoß kriegen? Ja, da war es also doch, das ist vielleicht wirklich eine Schwalbe. Ja, das war jetzt ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. So, einer geht noch.
Jetzt. Aha! Tor! Da hat er ein bisschen geschlafen. Ja. Den hat er sich fast selber reingemacht. Ich wollte eigentlich auch nicht zu Chiro spielen, sondern zu jemand anderem. Ja, also. Also nicht nur, weil wir 4-0 gewonnen haben, ihr merkt es, glaube ich, wir hatten echt Spaß. Nee, es freut uns besonders für euch, dass ihr jetzt auch ein paar Chancen, ein paar Tore sehen konntet. Wussten wir ja vorher nicht, wir haben schon gesagt, bloß kein 0-0, aber kann alles passieren. Nee, funktioniert wirklich sehr gut, auch das Spiel über die Flügel, so richtig vom Timing, wie läuft der Spieler in den freien Raum. Klar, das Pass-Timing muss man natürlich immer noch ein bisschen üben, damit es noch besser flutscht, aber... Erster Eindruck auf jeden Fall, ich weiß, ich wiederhole mich, schon sehr positiv. Ja, und ich meine, ihr müsst ja kein Geld ausgeben, die Online-Beta ist natürlich gratis, also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der da reinspielen möchte. Tut es, probiert es mal aus, es lohnt sich auf jeden Fall, es ist eine sehr gute Fußballsimulation. Es ist, wie gesagt, immer schwierig beim allerersten Match irgendwie alle Feinheiten zu eruieren. Aber was wir auf jeden Fall schon mal rausbekommen haben, ist, dass es große Spaß macht und das ist schon mal das Wichtigste. Aber die Kollisionsabfrage und die Freistöße sind ein bisschen merkwürdig. Also da, das war jetzt auch wieder eine sehr seltsame Situation. Okay. Müssen wir mal abwarten. Ich glaube, da kann man noch was machen. Schiedsrichter ist natürlich auch mal so eine Baustelle. So, das habt ihr jetzt gesehen, so ein angetäuschter Abwurf. Kann man jetzt auch machen. Ist auch neu, ja. Also zumindest meines Wissens nach. Ich habe es beim letzten Teil nicht gemacht. Jo, das war unser Let's Play zu PES 2018 zur Open Beta. Die läuft bis zum 31. Juli auf der PlayStation 4 und auf der Xbox One. Ich würde sagen, ladet es euch runter und spielt mal rein. They found a vulnerability and played on it to the full. It was clever and super.